Katrin Hammes, zweiter Platz bei der DM. Ich glaube, du bist überglücklich mit dem Ergebnis, oder? Ja, also ich mein Ziel war immer eine Medaille, aber es ist halt schon sehr, sehr schwierig für mich als Einzelfahrer. Also sind ja die meisten, aber als Einzelfahrerin ist es schon sehr, sehr schwer, sowas zu planen. Und die Strecke war schwer, das ist natürlich gut. Ich bin total glücklich mit dem zweiten Jahr. In Aasen, ich stand relativ häufig an der Bergwertung, bist du fast immer als Erste da hochgefahren und hast die Gruppe auseinandergezogen. Was war das für ein Gefühl, zu wissen, okay, ja, scheinbar bin ich bergauf hier vielleicht sogar die Stärkste? Also ich war ehrlich gesagt überrascht. Ich bin in der ersten Runde gestürzt und konnte nicht mehr aufs kleine Blatt schalten. Deswegen war es mehr oder weniger notgedrungen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, also ich muss ja eh schneller fahren. Und habe dann gedacht, naja, die Bergwertung könnte ein schönes Zwischenziel sein, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, das Rennen ist gelaufen. Ehrlich gesagt, ich hatte kein Ersatzrad. Und dann habe ich gemerkt, dass es ganz gut läuft und habe mich dann so von Runde zu Runde motiviert und dann halt gemerkt, dass es halt für mehr reichen kann als die Bergwertung. Und dann bin ich ja am Ende nochmal weggefahren und dann bin ich echt froh gewesen, dass ich dann Zweite werden konnte. Es war ein ziemliches Ausscheidungsfahren. Max Solar hat am Anfang mit drei verschiedenen nacheinander attackiert. Da wurde das Feld schon kleiner. Dann hast du es immer wieder in Aasen kleiner gemacht. War das auch das Ziel, so ein bisschen in gemeinschaftlicher Absprache, die Gruppe möglichst schnell, möglichst klein zu machen, weil eben gerade da in Aasen so viele Kurven waren? Ja, also abgesprochen hab ich mich jetzt nicht. Mein Ziel ist halt immer, irgendwie ein schönes Rennen zu fahren. Und als eine Fahrerin wie ich muss ja auch das Rennen irgendwie schwer machen, weil ich werde ja jetzt keinen Massensprint gewinnen. Deshalb ging das schon, also war das in meinem Interesse. Und da habe ich ja dann auch mitgemacht. Es war halt schon anders als in anderen Meisterschaften, weil wir relativ viele Einzelstarterinnen hatten, die ja dann ein ähnliches Ziel haben, bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls. Ich hatte immer so ein bisschen gedacht, dass Canyon mehr die Mannschaftsstärke ausspielen würde. Und so ist es ja dann ganz gut gelaufen für uns auf jeden Fall. Also für uns Einzelfahrerinnen sozusagen. Als es zum vorletzten Mal über Aasen, über die Bergwertung drüber ging, hat Liane dann beschleunigt, du warst am Hinterrad, ihr seid gemeinsam die Abfahrt runter. Und dann geht die Lücke auf. Was hast du da gedacht? Und als dann vor allem auch die Verfolgung nicht gleich funktioniert hat? Ja, es war natürlich blöd. Also ich wollte natürlich da mitfahren. Dann gab es halt eine kleine Lücke und Liane hat dann durchgezogen, wie man halt, hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Und dann, die Lücke war ja nicht groß, sodass dann ich dann relativ schnell von der Gruppe hinter mir eingeholt wurde. Und dann, ja, war halt die Luft so ein bisschen raus. Und wir haben sie ja nicht mehr zugekriegt dann. Also es war natürlich blöd, ich wäre viel lieber da mitgefahren, aber ich bin jetzt halt umso erleichterter, dass es halt am Ende dann doch trotzdem zu Silber gereicht hat. Das nächste ist jetzt Giro. Ja. Was sind die Ziele für dort? Genau, also ich fahre jetzt dann am Dienstag zum Giro. Ist natürlich ein ganz anderes Rennen jetzt, also sehr, sehr schweres 9-Tages-Etappenrennen, also ganz, ganz anders. Und ich will da halt mit meinem Team EF Tipco SVB halt eine gute Leistung zeigen und mich dann in meiner Teamrolle einfinden, was auch immer die werden wird. Viel Spaß dort, danke dir. Dankeschön.